wir hatten mit ein paar Jungs hier mal an einem Abend versucht, Drinks zu kreieren und irgendwie wollten die immer weiter in die etwas ekelhafte Richtung. Da sind wir bei Takes Gaming natürlich immer mit dabei. Und was dabei rausgekommen ist, das ist der Kicker-Turnier. Der Kicker-Turnier kombiniert so ziemlich alles Hochprozentige, was einigermaßen schmeckt an dieser Bar. Und ich fange jetzt einfach mal an. Wir nehmen es jeweils nur schussweise. Fangen an mit einem kleinen Schuss Tequila Gold, einem Schuss Jack Daniels Whisky, der war schon größer, ein kleiner Schuss weißer Rum. Boah, fängt es mich schon an zu schütteln. Ein kleiner Schuss Gin. Wir wollen es echt nicht übertreiben. Zum Abschluss noch etwas Wodka, aber das ist nicht der Abschluss. Denn wir haben hier noch einen Fan-Favorite bei uns an der Bar. Der muss da auf jeden Fall auch mit rein. Wo ist meine Essacher Luft? Verdammt, das ist keine Essacher Luft hier. Eine Sekunde. Puh, einen Schluck Essacher Luft habe ich noch gefunden. Und zu guter Letzt eine unserer Neuzugänge. Kleiner Schluck Fireball auch noch. Boah. Das Ganze schmecken wir normalerweise ab mit Tabasco, habe ich jetzt aber gerade nicht mehr. Scheiße. Jetzt wird das Ganze geshakt. Hey Robin, mach mal einen Trick. Ich hab's voll ins Auge gekriegt. Oh, das brennt schön im Auge. Und das Ganze servieren wir passend in einem Totenkopfglas. Ja. Das ist das Kicker-Turnier. Ich würde ihn nicht empfehlen. Die Jungs haben ihn gerade so überlebt an dem Abend. Wenn ihr mutig genug seid, für 11 Euro könnt ihr ihn gerne mal ausprobieren. Ich werde es natürlich nicht tun.